Eieiei. Du, oh? Wer bist denn du? Hallo, Ork. Seid gegrüßt, Bruder. Bruder? Ihr seht müde aus. Ich habe etwas, was euch beim Entspannen hilft, wenn ihr interessiert seid. Wie was entspannen? Das beste Skoma, der süßeste Mondzucker. Natürlich zu einem guten Preis. Skoma? Mondzucker? Ist das nicht verboten? Ah, ein Spitzel, was? Ich kann euch jetzt ja wohl kaum zu einer Wache laufen lassen, nicht wahr? Wie was, hä? Halt, Moment! Können wir seine Seele fangen? Ich meine, er ist ein Drogendealer. Okay. Und nochmal, komm her. Das war gar nichts. Jetzt wirst du privilegiert. Hallo, Rückzug. Nein, 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 kein Rückzug, kein Rückzug. Orkische Streitkolben. Buja. So wie es aussieht, war seine Seele mal wieder zu groß für uns. Und wir haben ihn, in den Baum geheimert. Was hat er denn alles? Mondzucker. Okay. Schlafbombensaft. Skoma. Bonbon. Dann haben wir in unserem Spiel den ersten Drogendealer entdeckt. Auch nicht schlecht. So, ich möchte aber hier wieder hoch. Nach dem missglückten Versuch, den Fuchs zu retten. Ah, wir können hier querfeldein hoch, das geht, ist auch schön. Müssen wir nicht außen rumlaufen. Hey, da ist er wieder. Aber ich glaube, wir sind ja... Ich bräuchte einen Weg. Nein, diesmal glaube ich den nicht. Ich muss mich hier oben entlang. Ich glaube, du kannst steiler laufen als ich, also steilere Wege entlang klettern. Schon komisch, dass er uns dahin geführt hat. Ein Zeichen? Ein Omen? Reiner Zufall? Ich glaube nicht. Und unsere Untergebene? Die müssten doch eigentlich... Ah, da bist du ja. Wir brechen auf. Yep, wir brechen auf. Wie ihr wünscht, Tane. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Ja, ist schon gut. Nicht immer so theatralisch. Und hepp, und hepp, und hepp. Wir gehen zu den Graubetten. Wir gehen zu den Graubetten. Noch ein Schleichen. Ja. Oh, und hier geht's hoch. Die richtige Richtung auch noch. Ja, Schleichen ist nicht so gut. Da komm. So. Ah, da kommt's her. Dass wir immer schneller sind als unsere Gefährten. Komisch. Was ist denn hier so alles? Schneebären. Okay. Gott, wir können gleich unseren eigenen Blumenladen aufmachen. Beziehungsweise Kräuterladen. So wie wir schon hier eingesammelt haben. Hier noch etwas? Oh. Eine schöne Aussicht. Und hier geht's tief runter. Da scheint weg zu sein. Perfekt. Dann auf und weiter geht's. Weil an einem Berghang mit einem Drachen zu kämpfen, nein, muss nicht sein. Schön. Muss nicht unbedingt sein. Ich fand es auch ein bisschen doof, dass wir den Dealer töten mussten. Er war ein netter Zeitgenosse. Also der Tatsache, dass er tödliche Drogen verkauft hat.
Ich meine, oh. Da ist der Fuchs wieder. Warte auf uns. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich wieder töten. Und ihn dann looten, aber nein. Das macht Fuchs. Wo lotst du uns hin? Kann mit dir reden? Was zum... Das glaube ich jetzt nicht. Dunkelwasserpass, die andere Richtung. Hey, super. Kollege, ich hab dich jetzt richtig gern, das weißt du, Fei. Und von hier oben aus... Aha, hier geht's einmal runter. Und ich sehe da Gold. Bin immer noch, wie ihr wünscht, Tane. Wartet doch mal hier. Ich mein, ja. Was soll denn da? Zumindest Erz ist ja. Ich komme. Dann hier rüber. Ich hab's gesehen. Quecksilber. Ich muss sagen, Füchse sind wohl in diesem Spiel ein gutes Omen. Und ich werde es mir jetzt zur Lebensaufgabe machen, jedes Mal den Fuchs zu folgen, wenn ich ihn sehe. Haben wir noch hier nochmal irgendetwas? Mein, oh Gott. Geht immer höher. Ich glaube, hier oben kommen wir auch noch hoch. Hier ist nur ein Stein. Ich dachte, wäre eine Leiche. Aber nun endlich ab zu den Graubärten. Was ist denn hier? Jetzt, also... Moment, einmal hoch. Was ist denn das? Ein Skelett? Schild und... Ah. Zweigenhammer. Oh je. Jetzt habe ich ein ernstzunehmendes Problem. Ich bin zu schwer. Nein. Komm. Nicht runter. Ja. Ah, perfekt. Das ist ja... Also ich glaube, ich muss jetzt den See untersuchen, wenn es weitergeht. Na, komm her. Ich habe was für dich. Wir brechen auf. Wobei, ich glaube, du warst voll, oder? Ja, die Gute ist voll, aber wir haben hier was. Und zwar ein Zaubertrank. Der Stärke. Tragfähigkeit wird erhöht. Benutzen. Damit könnten wir doch noch... Okay, jetzt sind wir wieder zu schwer. Aber da ist noch eine Truhe, die hätte ich gerne. Oh. Ja, warte mal hier. Ich schmeiß mal hier noch eben was hin. Und zwar irgendwas, was wir nicht benötigen. Doch bestimmt Essen. Ah. Und so gegessen, ja. Jetzt sind wir ein bisschen high. Ich habe jetzt ein Auge. Weizen, so. Und nochmal rein. Ich möchte auch noch wissen, was das hier ist. Ach, das ist einfach nur ein Stein. Ach, der wurde hier zum Sterben zurückgelassen. Okay, ich verstehe. Seid ihr so, Lydia, ganz schnell folgen. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Fuchs, ich danke dir dafür. Auch wenn ich nicht mehr weiß, wo du bist.
Und jetzt schnell zu den Graubeeren. Solange der Zauber noch anhält, damit ich mehr tragen kann. Nein, nein. Muss dem Drang widerstehen. Muss widerstehen, Ziegen zu töten. Komm schon, komm schon. Und das ist, ach Gott, Zibizantiger. Dem kann ich mich jetzt, sollte ich mich jetzt nicht anlegen. Immer schön weiter, immer schön weiter. Wenn das der Fuchs schon. Es sind mehr geworden. Hey Fuchs, nein, nicht darunter, nicht darunter. Oh mein Gott. Wir müssen den Fuchs beschützen. Indem wir sehen Falle. Okay, das, der Pelz ist zu viel. Dann brauchen wir, ja, irgendwas zum Wegschmeißen. Ein Topf. Ein Topf reicht schon aus, okay. Damit haben wir auch dem Fuchs geholfen. Was? Nein! Fuchs in Ruhe. Nein, tu ihm nichts. Verdammt, komm lieber mit mir. Oh, Nesselfluch. Ja, da, ah. Nein, Nirnwurz, so als. Das eine, das wir immer suchen mussten in Oblivion. Vielleicht wird es hier auch wieder eine Quest werden, wer weiß. Okay. Neuer Fuchs. Mit dem wollen wir jetzt keinen Streit anfangen. Oh Gott. Fuchs folgen. Ist hier etwas? Nein, nur ein Abgrund. Ich glaube, das war die Rache dafür, dass wir den anderen Fuchs geärgert haben. Und wir, oh mein Gott. Bist denn du für ein Viech? Und Treu ist wieder eingefangen. Immer noch ein bisschen Treufett. Und wir sind. Oh Gott, hier ist eine Erzader. Ich kann aber nicht dorthin, ich kann es nicht abbauen. Verdammt, hier ist der falsche Weg. Sag mal, ich bin doch schon. Nein, ich bin noch ganz schön weit weg. Oh, und hier sind immer so viele Sachen noch überall. Alles zum Entdecken. Ich bin voll. Du bist ein Hase. Dich könnten wir eigentlich töten. Ich muss. Nein! Das gibt's nicht. Die war jetzt zu viel oder was? Ach man. Vielleicht denn irgendwas. Die roten möchte ich nicht verbrauchen. Komm, ich habe doch hier irgendwo einen Topf. Topf fallen lassen. Warum nicht? Ja, Weltbraten. Nein. Ja, ist, nee, das ist jetzt. Jetzt wird's zu hart. Jetzt findet man also wirklich an jeder Ecke irgendwas. Das ist aber auch, hier muss ich nochmal den Weg entlang laufen. Um alles abzuklauern. Aber ich glaube, das mache ich dann offline. Tja, ach verdammt. Jetzt ist der Trank auch zu Ende. Müssen wir gleich nochmal machen. Und hoffentlich reicht er diesmal.
Da ist eine Brücke, die zu einem gewaltigen Berg führt. Oh. Ja, das war es noch mit die 1000 Treppen oder Stufen oder so. Oh Gott. Ich habe... Oh. Cool. Ich habe das Städtchen entdeckt. Hier muss ich jetzt also mit den Graubärten reden. Wie mache ich das? Und zuerst einmal... Fass das bitte nicht falsch auf. Aber ihr seht ein wenig krank aus. Fass das bitte nicht falsch auf. Aber ihr seht ein wenig krank aus. Gut. Dann haben wir uns wohl angesteckt mit Vampirismus. Aber dagegen haben wir doch etwas. Und nun? Ihr müsst ein Pilger auf dem Weg nach Hochrodga sein. Das ist der einzige Grund, hierher zu kommen. Ja, mit euch werde ich allen gleich reden. Wenn ihr euch hier zur Ruhe setzen, Kinder haben wollt, denkt gut darüber nach, bevor ihr es tut. Ja, ist schon klar. Ich müsste einmal hier mit einem Händler reden. Wie spät haben wir es denn? 10 Uhr morgens. Und, oh. Da hat's geblitzt. Das ist Wilmir Inn. Okay, ist ein Gasthaus, da wollte ich aber nicht hin. Ja, auch nicht. Ein zerstörtes Haus da drüben. Sag nur, hier gibt es keinerlei Händler. Da ist auch irgendwas auf dem Inselchen da hinten. Hm. Nicht mal den kleinen Schmied. Das ist jetzt natürlich doof. Na und schauen wir mal, ob wir hier drin jemanden finden können. Hallihallo. Ich bin hier. Ihr seht nicht wie ein Pilger aus. Warum besucht ihr Ivarstadt? Das geht ich nichts an. An eurer Stelle würde ich mich vom Hügelgrab im Osten der Stadt fernhalten. Da spukt es. Erstmal verkaufen, danach wird geredet. Speisen für die Hungrigen. Verdammt, Gut, es ist... Na gut. Nachdem ich nicht mehr so viel Zeit habe, werden wir... Was werde ich denn machen? Ja, werde ich dann an der Stelle mal die... Wenn ihr zum Kloster hochsteigt, dann passt auf, wo ihr hintretet. Es ist ein langer Weg nach unten. Glaube ich dir gerne. Entschuldigt, mein Herr. Möchtet ihr, dass ich euch etwas auf meiner Laute vorspiele? Nein, danke. Mehr durchlaufen, dankeschön. Dann werde ich einfach mal hier Schluss machen mit der Aufnahme. Werd hier einiges erledigen und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüssi. Hallo miteinander und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. In der letzten Aufnahme waren wir ja hier, in Ivarstadt, auf dem Weg hoch, Hochrodga, zu den Graubärten auf jeden Fall. Und ich habe hier das hinter der Stadt gefunden. Feuerschleierhügel. Und ich habe mir gedacht, kommt, das mache ich jetzt nicht einfach so durch. Dann nehme ich euch mit auf die Reise. No. Ui. Ziemlich alt. Hier geht es ziemlich weit runter. Schauen. Ja, ja. Ein bisschen Seelenstein können wir mitnehmen. Ja. Und den Haltern eigentlich auch. Und das Geld. Den Rest lasse ich wie immer zurück. Soll ich dann nachher holen? So, einmal durchschleichen. Oh je, je. Ich sehe schon kommen, es wird wieder Zombies geben. Ja. Geld. Geld brauchen die Toten nicht. Ah. Ich sehe schon wieder Blut verfallen. Ah, das gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Bist denn du? Halt, bleib stehen. Hey! Hey du! Bleib hier! Warum fortgehen? Hey! Mano, weißt du was der wollte? Ich habe nicht verstanden, er hat so viel genuschelt. Ich glaube, wir müssen weiterlaufen.
Hab ich da. Nein, nein, das. Die sind alle tot.